Ja, hallo zusammen, ich bin mal wieder am Teich, genieße gerade meine Mittagspause auf der schönen Eichenholzbank, habe gerade ein paar Algen aus dem Teich gezogen, schaue, wie mein Aquaponik-Systemversuch hier mit den Tomaten funktioniert. Sie scheinen angegangen zu sein. Naja, und ich überlege, was ich euch als nächstes Video hochlade. Ja, und da sind mir noch ein paar ältere Aufnahmen wieder in die Hände gefallen, zeitlich einzuordnen zwischen Teil 4 und 5 der Teichbauserie. Ich verlinke euch die mal hier oben im Eck. Ja, und zwar geht es in dem Video darum, ich habe den Teich anfangs nicht voll bekommen. Das Wasser ist irgendwo versickert und ja, wie ihr in den letzten Filmen seht, der Teich ist also permanent voll. Und da gibt es einen Grund für, und zwar habe ich den abgedichtet. Und wie ich das gemacht habe, ohne Folie, wie ich die Leckage gefunden habe, das seht ihr im folgenden Video. Da möchte ich vorab sagen, die Tonqualität ist nicht ganz so hundertprozentig. Ich habe versucht, da mit dem Filter nachzubearbeiten. Seht es mir nach, aber ich denke, es ist mal eine doch interessante Sache, wie sowas auch funktionieren kann. Viel Spaß damit und Film ab. Mahlzeit zusammen. Es gibt mal wieder eine neue Episode vom Teich. Tja, die Fische sind jetzt seit 3 Wochen im Teich. Wachsen und gedeihen. Halten sich komischerweise die meiste Zeit in dem Bereich auf, wo derzeit kein Wasser läuft. In dem Bereich, wo es plätschert, ist die Aktivität der Fische eigentlich ja, nicht vorhanden. So, was ich euch aber zeigen möchte. Am Auslauf kann man es vielleicht etwas sehen. Der Wasserstand war mal etwas höher. Und zwar sind mir in den letzten 2 Tagen ungefähr 4 cm Wasserstand abhanden gekommen. Der Teich wird einfach nicht voller. Das heißt, irgendwo habe ich ein Leck. Und das möchte ich jetzt suchen. Aber wie findet man das? Der Teich existiert an dieser Stelle schon seit 40 Jahren. Und da war immer Wasser drin. Aber jetzt geht irgendwo was flöten. Ja. Erster Checkpunkt ist unser Mönch. Da läuft kein Tropfen raus. Der ist absolut dicht. So, jetzt haben wir hier vorne das Haus nebenan und das Haus hat natürlich eine Drainageleitung. Die läuft da irgendwo. Vom Ablauf geht hier ein Rohr her irgendwo und das Ganze ist verrohrt, geht hier über den Hof und mündet dann in einen Bach. Und auch da am Auslauf, am Rohr, kommt Wasser. Das heißt, irgendwo fließt es. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz ungewöhnlichen Punkt für mich, wie man so etwas sucht oder findet. Ich muss dazu sagen, ich selber komme aus der technischen Ausbildung, technischen Gesinnung. Für mich gibt es mathematische Ergebnisse, die sind richtig oder falsch und da gibt es eigentlich nichts. Das ist alles erklärbar, sage ich es mal vorsichtig so. Durch einen ganz dummen Zufall bin ich vor über 20 Jahren, ja, mit 10, 12, 15, habe ich mal eine Wünschelrute in die Hand gedrückt bekommen und habe damit Wasserleitungen gesucht. Wir hatten da einen Graben geschmissen, ich habe die Leitung angezeichnet. Und genau da, wo ich sie angezeichnet habe, habe ich die Wasserleitung, haben wir die auch gefunden beim Graben. Ja, ich weiß nicht, warum das funktioniert bei mir, aber es funktioniert. Wenn ich Wasserleitung suche, finde ich Wasserleitung. Suche ich Stromleitung, finde ich die Stromleitung, aber nicht die Wasserleitung. Das ist ganz irre. Ich kann es zwar nicht erklären. Ich will mal gucken, ob das mit Handy in der Hand geht. Ich habe jetzt hier, ich will nicht mehr gehen. Das ist ein ganz normaler Schweißdraht,
die einfach etwas abgewinkelt ist. Ich nehme den fest in die Faust. So. Kann den hier rumfliegen lassen. Habe aber durch meine Faust keinerlei Einfluss darauf, ob der sich dreht oder nicht. So. Jetzt gehe ich einfach mal hier quer und suche das Ablaufrohr vom Teich. Hier, hier, suche das Ablaufrohr. Suche das Ablaufrohr und jetzt seht ihr, schlägt er aus. So. Und jetzt wechsle ich die Position und bin genau in der Flucht hier vorne das Ablaufrohr. Das passt. 100%ig. Ich habe da eben schon 3 Stellen von gemessen. Das geht. So. Jetzt passt auf, jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt suche ich die Leckage im Teich. Also ich habe ungefähr, ihr seht ja den Zulauf da. Das entspricht ungefähr einem Liter in 6 Sekunden. Müssten so die, keine Ahnung, 12, 13, 14 Kubikmeter pro Tag sein. Genauso viel kommt am anderen Ende von diesem ganzen Rohrsystem, was hier abgeht, kommt auch wieder an. Aber es geht nicht durch den Auslauf. Es geht auch nicht hier vorne durch meinen Überlauf. Also irgendwo muss es sich durchs Erdreich drücken und ich vermute in die Drainage vom Haus rein und dann durchs Rohrsystem. So. Jetzt suche ich die Leckage im Teich. Und zwar nur die Leckage im Teich. Ihr seht, ich gehe über das Rohr hinweg und es schlägt nichts aus. Ich suche die Leckage im Teich. Gehe in die Ecke, suche die Leckage im Teich. Suche die Leckage im Teich. Und hier schlägt der Draht aus. Ich bin jetzt 3-mal hierher gegangen und 3-mal hat er mir diese Stelle hier gezeigt, diese hier, als Leckage im Teich. Ich kann es mir nicht erklären, ob das so stimmt. Ich werde hier jetzt ein Stück Rahmen schmeißen und gucken, ob da das Wasser rausgeht. Da kann sein, dass da irgendeine lose Erdschicht ist oder so. Ich nehme jetzt einen Spaten und gucke nach. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe jetzt hier gegraben. Seht ihr das? Da haben wir jetzt genau das Niveau von da. Wie ich da runter gegraben habe, war unten richtig viel Kies drin und es floss richtig hier rein. Ja, ich grabe noch ein bisschen tiefer und dann fülle ich da Lehm rein und dann kann ich nur gucken, ob der Wasserstand steigt oder nicht. Versuch macht klug. So, ich bin noch einmal an dem Punkt, wo der Ablauf vom Teich in den Bach mündet. Und das ist die Menge, die jetzt ja, im Bach ankommt. Und ich habe noch kein Lehm in mein Loch verfüllt. Wir werden gleich nochmal ein Nachherbild machen und sehen, ob sich hier was ändert. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir das jetzt hier mit den 2 Steinen markiert. Von der Kante bis der hatte ich offen. Es war also hinterher voll mit Wasser, genau im gleichen Füllstand wie der Teich. Ja, jetzt warte ich mal ab, ob sich irgendwie was ändert. Ich gehe gleich noch mal zu dem Auslauf unten, wo das im Bach läuft, und schaue, ob da ein bisschen mehr kommt. Oder weniger, meine ich. Entschuldigung. Ja, nur bevor ich jetzt im Auslauf schaue, das sind auch gute 200 Meter. Das heißt, da wird auch eine Verzögerung drin sein, wenn es überhaupt ersichtlich ist. Wird da wirklich die Videoaufnahmen zum Vergleich abspielen und gucken, ob da wirklich ein signifikanter Unterschied ist. Aber ich nehme nochmal meine Wünschelroute und suche die Leckage im Teich. Und gehe an der Stelle vorbei, wo er eben 3-mal ausgeschlagen hat. Da schlägt nicht mehr aus. Gehe ich jetzt zurück. So. Ich suche die Leckage im Teich. Bin genau da drüber, wo ich gegraben habe.
Der schlägt nicht aus. Ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Wie gesagt, ich bin da eher der rationale Mensch. Und hab auch für so einen Esoterik-Scheiß überhaupt nichts übrig. Muss aber eingestehen, ich finde solche Leitungen. Und wenn ihr dieses Video seht, dann ist der Teich dicht, weil ansonsten würde ich es nicht veröffentlichen. Dann wäre mir das nämlich viel zu peinlich, so ein Thema überhaupt mal aufs Tablet zu bringen. Ja, wenn ihr das seht, dann hat es funktioniert. Dann, also ich finde es irre. Und ja, however, für manche Sachen ist es gut. So, ich gehe zum Auslauf. Gucken, ob weniger Wasser kommt. Der eindeutige Beweis, ob ich die Leckage gefunden habe oder nicht, kann aus meiner Sicht eigentlich erst morgen erbracht werden, wenn ich wieder zum Fischefüttern fahre und schaue ich einfach, ob der Wasserstand sich signifikant geändert hat. Ja, um das zum Abschluss zu bringen, den genauesten Beweis, ob es denn wirklich geklappt hat, liefern wie immer Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe gerade die Wasserstandshöhe, also den Pegel, gemessen und morgen werde ich wieder messen. Dann weiß ich's. Vielleicht gibt es da noch eine Sequenz, wenn nicht, dann ja, möchte ich mich für euer Interesse bedanken und ja, ein etwas denkwürdiges Video, warum das funktioniert, warum das nicht funktioniert, keine Ahnung. Ist das eine Gabe, ist das gut, ist das schlecht, ich weiß es nicht. Habt ihr Erfahrungen mal mit sowas gemacht? Habt ihr sowas mal ausprobiert? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Macht's gut, ciao.